Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Hallo, liebe Elektroautofahrer, grüßt euch. Heute mal ein Tipp vom Sascha. Und zwar hat er eine App gefunden, mit der man hier in Europa, also in fast allen Ländern Europas, hier an Schnellladesäulen für 25 € pro Stunde laden kann. Und die kostet einmalig nur 9 €. Und ich würde mich auch heute wieder freuen, wenn ihr das Video eben durchschauen würdet. Und über einen Kommentar oder Like würde ich mich echt freuen, weil nur das pusht hier den Kanal ein bisschen hoch. Und davon können wir zum Schluss alle profitieren. Und vielen Dank schon mal dafür. Hier ein paar Produktempfehlungen mit entsprechenden Rabattcodes. Damit könnt ihr bares Geld sparen und unterstützt damit auch meinen Kanal. Vielen Dank dafür. Und neu dabei, Testy Supply mit 15% Rabatt im Sommer. Hier nochmal ein kleiner Tipp von der Petra. Und zwar kann man hier noch am Ladepark in Mainz-Kostheim für 35 Cent pro Kilowattstunde laden bis 15. September 2024. Aber nur mit einem QR-Code natürlich und nicht mit einer Ladekarte, das ist ganz klar. Er hat ja am Sonntag ein Video gebracht, wie man bei Ionity für 39 Cent pro Kilowattstunde laden kann, für nur 4,99 € pro Monat, und zwar über die MyReno-App. Und das kann man auch monatlich kündigen. Da gab es ja Probleme bei manchen Leuten mit der Registrierung. Natürlich muss man sich erstmal einmal registrieren, muss seine ganzen Kontaktdaten eingeben und seine E-Mail-Adresse, das ist ganz klar. Aber dann geht man rechts unten auf Store drauf, dann sagt man Mobilize Charge Pass hier oben. Dann sagt man hier unten Charge Pass aktivieren oder verwalten. Dann geht man auf Angebote für Charge Pass ansehen drauf. Dann geht auf der nächsten Seite das mit dem Angebot hier auf. Da sagt man zum Angebot. Und dann hier unten Mobilize Intens abonnieren. Und dann muss man die Kreditkarte eintragen und kann dann die Karte bestellen. Jetzt kommen wir zu dem Tipp vom Sascha. Und zwar hat er hier diese App ZSE Drive entdeckt. Die kommt aus der Slowakei. Und die haben halt was ganz Spezielles, und zwar eine Ladekarte, mit der man hier in Europa laden kann. Und zwar zu festen Preisen, zu DC 25 € als Paketpreis pro Stunde und AC 9 € pro Stunde als Paketpreis. Gerade dieser AC-Preis, vielleicht für Leute interessant, die eine Zoe haben, die mit 43 kW laden können. Die können ja den Akku quasi nach Stunde auch voll machen an AC und können ja für 9 € laden. So, jetzt habe ich mal gerade diese ZSE Drive aufgemacht. Hier sieht man eben die ganzen Ladepunkte hier in Europa. Das wird leider nicht so schnell aufgebaut bei mir. Jetzt kann ich unten sinnvollerweise mal so einen Filter setzen für Ultra-Fast Charging. Das sind ja größer 55 kW. Da möchte ich noch ganz gern mit CCS laden und sage Filter anwenden. Jetzt bekomme ich hier die ganzen CCS-Ladestationen größer 55 kW hier angezeigt. Und das sind hier eine ganze Menge, nicht nur hier in Deutschland, sondern hier auch in Österreich, hier in Tschechien, in Slowenien, hier in Kroatien sind welche dabei, dann hier natürlich Italien, also wirklich, also echt fast der ganze Europa, muss ich sagen. Selbst hier oben Großbritannien, da hier, Großbritannien ist mit dabei. Und das Spannende ist halt, dass man hier wirklich an allen Ladesäulen, die ich jetzt eben gerade gefiltert habe, zum Beispiel hier kann man ganz kurz mal in die Schweiz reingehen. Hier zum Beispiel Ionity, klicke ich drauf, Ionity in Grauholz Süd. Und dann gibt es hier CCS. Information 200 kW Lader für 25 € pro Stunde. Ich habe eben schon mal auf die Preisliste geschaut. Da steht was von Paketpreis. Das heißt, in dem Moment, wo man halt ansteckt und die Ladung startet, hat man 25 € schon belastet bekommen. Und wenn man halt länger als eine Stunde lädt, wird sicherlich das nächste Paket dann gebucht. Dann wird es dann 50 € kosten. Aber in einer Stunde kriegen die meisten schon ihr Elektroauto voll. Also meins dauert vielleicht 40, 45 Minuten, bis es komplett voll ist. Und ich denke mal, das lohnt sich schon. Bei einer Ladung von 50 Kilowattstunden kommt man rechnerisch auf einen Preis von 50 Cent pro Kilowattstunde raus. Wenn wir zum Beispiel mal das Tesla Model Y nehmen mit maximaler Reichweite und Allradantrieb. Das Ding hat ja einen Akku von 79 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt von 10 bis 90% mal laden, sind das 63,2 Kilowattstunden. Und da kommen wir rechnerisch auf 40 Cent pro Kilowattstunde raus. Ist doch okay, oder? Und die Renault Zoe mit diesem Chameleon-Lader, die können ja 43 kW an AC laden, die können tatsächlich hier für 9 € den Akku verladen. Auch nicht schlecht, oder? Ich habe ein bisschen nachgeschaut, habe hier gefunden, EnBW kann man das tatsächlich nutzen. Dann hier zum Beispiel bei E.ON Drive habe ich hier gefunden. Dann natürlich hier Aral, geht natürlich auch super klasse, finde ich. Dann habe ich hier noch Allego. Das sind auch einige hier zu finden in Deutschland. Dann natürlich hier super klasse Ionity ist mit dabei. Und dann habe ich hier nochmal gefunden den CPO Comfort Charge. Davon gibt es ja auch eine ganze Menge. Und ich gucke nochmal weiter in anderen Ländern. Hier nur so als Beispiel: Ionity hier in Italien beim AFI, beim Supercharger. Oder hier mal in Frankreich bei Lego in der Nähe vom Carrefour Supermarkt.
Oder habe ich hier mal als Beispiel der AE-Mobil hier in Österreich. Der einzige Knackpunkt ist halt, man muss hier außerhalb von der Slowakei mit der Ladekarte tatsächlich hier freischalten. Man hat keine Möglichkeit, das über die App zu machen. Da steht immer wieder dabei, wenn man halt auf so einen Ladepunkt drauf geht, dass man das nur mit der Ladekarte freischalten kann, bis auf die Ladesäule in der Slowakei selber. Da kann man auch mit der App freischalten. Insgesamt gibt es hier vier verschiedene Tarifmodelle, die hier angeboten werden. Einmal diesen Eco-Tarif, der ist für 0 Euro pro Monat. Da kriegt man auch schon eine Ladekarte zugeschickt. Da gibt es noch Partner, RoadSafe und FlatSafe mit inklusiv Kilowattstunden. Aber das Problem ist, die muss man tatsächlich nur in der Slowakei einsetzen. Man hat keine Möglichkeit, eben das Inklusivvolumen irgendwo im Ausland zu verwenden. Und deswegen macht es für mich gar keinen Sinn, diese anderen Tarife zu nehmen. Um das für euch mal zu testen, habe ich mich jetzt für diese Eco-Variante entschieden. Die kostet eben 0 Euro pro Monat, das steht ja ganz oben. Und unten steht es, diese RFID-Card to Foreign, also ins Ausland, kostet eben einmalig 9 Euro. Wenn man in der Slowakei laden möchte, kostet an AC das 39 Cent pro Kilowattstunde, DC 49 Cent bis 55 Kilowattstunden und ab 55 Kilowattstunden kostet eben das 59 Cent. Und hier gibt es eben verschiedene noch Tarife für Parkgebühren etc. Aber wie gesagt, in der Slowakei werde ich wahrscheinlich weniger laden. Ich brauche das wirklich nur für hier im Ausland, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung was. Und da kostet eben diese Flatrate eben 25 Euro pro Stunde mit dieser Karte. Hier nochmal ein Auszug aus diesen AGBs. Da steht eben dabei, dass DC-Charging unterhalb von 50 kW ist, Ultra-Charging eben oberhalb von 50 kW und das Inklusivvolumen eben nicht im Ausland einsetzbar ist. Somit ist nur diese Eco-Variante für uns hier sinnvoll. Übrigens kann man sich das auf der Webseite zsedrive.sk auch gerne mal anschauen. Da kann man sogar hier links umschalten auf Englisch. Das ist, glaube ich, besser zu lesen für uns. Ich möchte hier keine Cookies nehmen. Und da kann man sich schon mal anschauen und die ganze Kondition nochmal durchgucken. Hier, wie gesagt, das ist ja diese Variante ohne monatliche Zahlung. Und da gibt es hier unten noch irgendwo die AGBs dazu. Hier unten ist die Preisliste dabei. Und hier die AGBs, die BTCs heißt es hier. Erlauben, ja. Genau, und hier sind halt die AGBs drin, was ich eben schon mal gezeigt hatte. Die kann man sich dann gerne mal in Ruhe durchgucken. Hier nochmal ein Auszug aus der Preisliste. Ich habe mich, wie gesagt, für diese ZSE Drive Eco entschieden, die zweite Variante von oben. Da kann man eben laden für 39 Cent an AC, 49 Cent an DC und an Ultra Charging 59 Cent. Oder eben bei den Leuten in der Slowakei eben 3 Euro pro Stunde, wo man parkt. Die Ladekarte kostet hier in der Slowakei 6 Euro mit Versand und ins Ausland 9 Euro. Und weiter unten steht eben dabei, dass man eben hier als Paketpreis im Roaming an AC 9 Euro bezahlt und an DC 25 Euro eben als Ein-Stunden-Paket. Also habe ich jetzt diesen Tarif gebucht und bestellt. Daraufhin habe ich erstmal eine E-Mail bekommen, nachdem ich mich registriert hatte. Ich soll halt das bestätigen, dass ich das halt wirklich bestellen möchte. Und das wäre halt nicht der richtige Weg, wenn man halt in der Slowakei laden will. Da kann man auch die App halt verwenden, wird direkt darauf hingewiesen. Und dann steht eben dabei, dass eben die Karte zugeschickt werden kann. Die wird halt per Post zugeschickt und dann muss man dementsprechend die 9 Euro bezahlen für die Karte, das ist ganz klar. Dann bekommt man eben monatlich eine Rechnung zugeschickt über die Ladevorgänge. Und diese 9 Euro für die Karte sind eben dann auch mit drauf. Und dann wird eben später noch darauf hingewiesen, dass wenn man dieses Roaming verwendet, also im Ausland, außerhalb von der Slowakei das einsetzt, dass man eben, wenn man das in 3 Monaten in Folge macht, dieses Roaming nutzt, dass eben dann die Karte gesperrt wird. Also kann man im Prinzip die Karte 2 Monate lang nutzen bis zur Abrechnung. Dann macht man 1 Monat Pause und kann es wieder 2 Monate nutzen. Ganz einfach. Auf die E-Mail muss man natürlich antworten, muss sagen, ja, ich möchte trotzdem ganz gerne die Ladekarte haben. Da wird die halt quasi verschickt mit einem Vertrag mit dabei. Am nächsten Tag habe ich dann eine Bestätigung bekommen, hier auf Slowakisch. Das kann man sich auch gerne übersetzen lassen. Da steht drin, Ihr Konto auf dem Portal ist genehmigt. Und dann wurde eben die Ladekarte verschickt. Ziemlich genau eine Woche später kam dann die Post und ich musste quasi das Einschreiben hier annehmen und musste das gegenzeichnen. Und da war die Ladekarte schon da. In dem Umschlag waren einige Dokumente drin, Preisliste, AGBs, hier dieses Anschreiben mit dem QR-Code nochmal für die ZSE-App und eben die Ladekarte hier unten drunter. Und man muss tatsächlich diesen Vertrag hier unterschreiben, muss ja nochmal sein Kennzeichen mit angeben und muss dann quasi zurückschicken im Briefumschlag und dann für 1,10 € frankieren, kann man es dann zurückschicken. Und die Karte ist wie gesagt schon hier in der App registriert, da muss sie nicht extra nochmal hier in der App hinterlegen, das wird schon alles vorgenommen. Was haltet ihr von der Ladekarte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ciao, ciao!